Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Cities in Motion und wir sind in der Sparkassenstraße anscheinend. Was ist das hier eigentlich? Sieht alt aus. Rathaus. Ja. Sieht ja nicht unnett aus. Kann man das hier eigentlich irgendwie wegmachen oder so? Freizeit. Kundenbewertung schlecht. Ja, ich kann halt auch echt nichts dafür, ne? Linie 1, wir gucken mal. Hat schon 6 Fahrzeuge, ne? Was soll ich halt machen, ist die Sache, ne? Alter, 165 Leute warten hier. Linie 6, Bus. Der ist echt befahren hier, die Linie, ne? Ja, dann fülle ich doch mal die Busse auf. So, wir nehmen den Komet XL. Und ich gönne der Linie jetzt einfach mal 2 weitere Busse. Und vielleicht läuft das ein bisschen besser. Ich kann ja nichts dafür, wenn so viele Leute fahren wollen. Ist aber auch nur einer drin, ne? Ach so, 30 von 30 Passagieren. Steigen jetzt welche aus? Ist natürlich scheiße, wenn hier keine reinpassen, ne? Okay, es steigen 6 aus. Immerhin. So, Ziele. Ach so, Parkfreuden. 2 Linien. Oh. Die sind so. Okay, wir bauen auch einen Bus hier hin. So eine Bushaltestelle. Da bauen wir hier noch eine hin. Jetzt brauche ich nochmal den Linienmanager hier. Neue Linie. Wir haben ja nicht schon Millionen. Ist ja kein Problem. 14. Das hält sich in Rahmen, ne? So, wir nehmen mal das hier. So, meine Mitschüler haben jetzt schöne Klausur hinter sich. Und ich sitze zu Hause. Mit einer Entzündung in einer Schulter. Womit ich nichts machen darf. Das ist super geil. So, ich packe mal 2 Busse hier hin und dann eröffne ich das. Also es gibt natürlich Schlimmeres, als krank zu Hause zu sein. Aber es ist halt auch einfach nicht geil, ne? Also ich pumpe mich hier so mit Schmerzmittel voll, damit hier nichts wehtut. Oder damit die Entzündung zurückgeht. Ja. 13 Passagiere befördert. Ja, das wird schon. Wir haben so viele, mega viele Leute, die ja, ne, fahren wollen. Bauen Sie eine Linie von der Uni zum See. Vielleicht fügen wir einfach eine extra Buslinie ein. Okay, dann fahren wir hier los. Dann halten wir hier. Und hier. Dann auf der Seite natürlich. Und wir gucken mal. Wir verbinden gleich mehrere Sachen miteinander. So, ich muss ja hier nur irgendwie wieder zurückkommen, ne? Warte mal, wo ist jetzt die Uni? Die ist da unten. Okay. Dann könnte ich hier noch eine Buslinie hinbauen. So. Ja, dann muss ich ja nur noch eine erstellen. Die 15. Ich frage mich, ob das normal ist. Fahren wir mal hier lang. Dann hier lang. Dann wollten wir uns hierhin verbinden. Dann einmal hier lang.
Wenn wir schon mal hier sind, hier lang. Dorthin. Sieht gut aus. Wir packen mal drei Busse hier hin und eröffnen die Linie. Jetzt können die blöden Studenten in diesen blöden Bus einsteigen, um zu diesem blöden See zu kommen. Nur, um sich eine Wasserprobe zu holen. Weil die ja keine Lust haben, von hier bis hierhin zu laufen, um dann mit der Bahn hier hochzufahren, hier auszusteigen und dann hier lang zu laufen. Nein, Studenten haben extra Wünsche. Gut gemacht. Anscheinend strömen die Leute bereits in den Park. Ich denke, der Park wird renoviert und so. Das ist doch kein Park, Leute. Das ist eine grüne Landschaft mit Bäumen. Jetzt mal im Ernst. Unsere finanzielle Lage macht mir ein wenig Sorgen. Könnten Sie Ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, einen ordentlichen Gewinn zu erwirtschaften? Der Bürgermeister will Gewissheit und dies würde unsere Arbeitsbeziehung bewahren. Hier läuft noch alles, ja. Erwirtschaften Sie 2 Monate lang einen Profit von plus 2000. Ja, dann dürfen wir halt nichts ausgeben, ne? Vielen Dank. Jetzt können wir unsere Proben viel einfach sammeln. Viel einfach sammeln. Bitteschön. Wenigstens haben sie sich bedankt. So. Dann werden wir doch mal 2 Monate nichts machen. Passagiere sind uns. Wird euch ja helfen, aber es ist ein bisschen schwierig, ne? Aber mittlerweile haben wir schön viel gebaut, ne? Muss man halt sagen. Wir haben 15. Dezember, aber ich würde jetzt gerne mal speichern. Und zwar als Schwarz 3. Dankeschön. So. Wir haben jetzt schon unsere 4000 erwirtschaftet. Der Dezember ist noch nicht mal vorbei. Wir haben jetzt sogar schon 6000 erwirtschaftet. Wir erwirtschaften ja nahezu das Doppelte. Ha, ha, ha. Guck mal, hier hat sich das jetzt auch ein bisschen deeskaliert, ne? Ist eigentlich ganz gut. Es wird. Wir müssen vielleicht nur noch hier eine Lösung finden. Geld regiert die Welt. Ja, ich weiß, dass die Passagiere unzufrieden sind. Aber guck mal, wir haben eine hupende Straßenbahn. Haltestelle. Hervorragend. Gleichmaß. Auszeichnung freigeschaltet. Okay, wo steht denn das? Erreichen Sie in 3 Monaten nacheinander jeweils 500 Profit. Wieso habe ich nur 500? Das verstehe ich nicht. Ich habe doch hier oben Geld. Gucken wir mal. Warte mal. Hier, zeitlicher Rahmen. Nein. Aber es steigt, ne? Letzten 12 Monate. Ah, hier waren wir sehr im Minus. Okay. Ich verstehe nicht. Es kann ja nicht sein, dass wir nur 500 Profit machen, aber 7300 seit Dezember gesammelt haben. Da stimmt mathematisch irgendwas nicht. Wollte ich nur mal erwähnt haben, ja? Geld regiert die Welt. Aktuelle Anzahl 0. Ja, wie erfüllt man das denn jetzt, ne? Also, Geld kriege ich jetzt hier? Der Bürgermeister will Gewissheit haben. Ja, dann fügen wir doch mal eine
Vorstadtbuslinie hinzu. Und wir starten dann hier. Fahren hier rein. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Und hier lang. Dann machen wir mal eine neue Buslinie auf. Oh. Okay, dann fährt die halt einen kleinen Kreis. Die Buslinie da hinten ist jetzt auch kein Problem. So. Das passt, ne? Dann stellen wir doch mal zwei Busse hier ein. Und eröffnen die Linie. Dann sind nämlich hier schon einige Menschen glücklicher. Und ich habe die Vermutung, dass es nicht verkehrt wäre, haben wir hier das Einkaufszentrum, ne? Hier auch noch eine Buslinie hinzubauen. Und zwar einmal hier, bei dem war das noch, ne? So. Neue Buslinie, fangen wir mal hier an. Dann haben wir nämlich das hier hinten auch abgedeckt. Und da müssen wir auch langsam so ein bisschen an den Profit kommen, ne? Ich möchte gerne einen Bus hinzufügen. Ich glaube, einer reicht. So. Jetzt müssen wir nur noch hier hinten das Industriegebiet abdecken. So, ich würde auf jeden Fall hier eins lang bauen. Hier. Und dann fährt der Bus hier wieder rein. Und hält hier nochmal. Ja, wir könnten die ja noch mit einbeziehen. So, machen wir auch. So, die hier, die hier. Und dann hier hin. So, da stellen wir auch mal einen Bus ein. Hat null Passagiere. Mensch, wie konnte das nur passieren? So, da möchten bestimmt auch Leute hinfahren. Da können wir diese Bushaltestelle benutzen. Ja, der Bus muss hier eine Kurve fahren und hier. Das ist jetzt halt einfach so. Ja, der fährt da rum, das ist gut. Da fügen wir jetzt auch einen Bus hinzu. Dann rentiert sich hier langsam alles. So, was haben wir denn erreicht? Meine Familie hat sich total in das Einkaufszentrum verliert. Wir verlieren uns im Einkaufszentrum. Ja, das kann ja mal passieren, ne? Es erfüllt all unsere Wünsche und gibt es sogar Klimaanlagen. Und es gibt sogar Klimaanlagen dort. Ich würde das Auto aber gern zu Hause lassen, weil die Parkgebühren ein bisschen teuer sind. Könnten Sie mir diesbezüglich helfen? Ist ja schon erfüllt, ne? Das ist halt das Praktische, ne? Jetzt ist langsam alles erfüllt, was wir hier kriegen. Wir haben halt nur noch so kleine Sachen wie das hier drin oder hier. So, was mich mal interessiert, ist die Netzabdeckung jetzt größer geworden? 57%. Okay. Ich würde aber gerne
Anzahl 0. Ein Familienholz. Mensch. Wenn wir diese Bushaltestelle hier schon mal haben. Das hier hinten können wir gar nicht erreichen. So, aber wir können dann hier hinfahren. Und hier. Fangen wir mal an. Wir verschwenden jetzt hier so Bushaltelinien. Wo fährt der denn jetzt lang? Hier oben. Dann können wir hier auch noch welche hinbauen. Moment. Und zwar einmal hier. Und einmal hier. Dann fährt er nämlich hier runter. Dann nehmen wir das hier noch mit. Dieses kleine Ding. So, wir haben hier angefangen. Okay, Haltestelle hinzufügen. Das. Das. Das bringt es jetzt ja nicht mehr. Wenn wir das hier hinzufügen. Den. Den. Und dann fahren wir hier so eine kleine Schleife. Und da würde ich auch zwei Busse für einsetzen. So, Busseholic. Ja, wir haben ja eine ziemlich große Busabdeckung in der Stadt. Und nicht schlecht, ne? Okay, wir haben 16. Mai. Das heißt, wir schließen das jetzt. Und gucken uns die Kirche an. Wir gucken uns ein bisschen die Gegend an, während wir jetzt mal versuchen, den Profit hier zu erhöhen. Doppelhaus. Passagiere bei einer Haltestelle sind unzufrieden. Ach du Scheiße. Arbeitsloser. Bürogebäude. Welche Linien haben wir denn hier? Die 10 und die 13. Aber es tauscht sich ja eigentlich aus, ne? Wieso ist da immer aktuelle Anzahl 0? Das verstehe ich nicht. Ach, ich habe ja nebenbei mal einen Tee gemacht. Ja, der ist gerade lauwarm, den kann man echt gut trinken, so. Mag es ja, mir die Gegend hier anzugucken. Ja, dieser Pavillon steht auch sehr geil da. Muss ich sagen, der hat echt was. Zugt hier alles, ist kein Problem. Wen schicken Bahnhof hier? Ja, aber Profit ist irgendwie trotzdem nicht so gegeben, ne? Wir können mal gucken. Was haben wir denn hier? Die Linie 10. Ja, die ist irgendwie nicht ganz so geil, ne? Linie 10. Okay. Fügen wir mal zwei Busse hinzu. Wir gucken uns vielleicht allgemein mal die Linien an. Linie 1 hat 3 Busse, 4 Stationen. Ja, alles nicht schlecht aus eigentlich. Es tut mir leid. Manchmal muss man halt so niesen. Wir haben nicht genug Geld. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Ich würde sagen, wir machen aber mal auf schnell und gucken weiter in den Linien. Kann halt nicht so schlecht laufen hier, ne? So zwei Stationen.
Okay, hier können wir noch mal einen Bus hinzufügen. Oh, hier füge ich auch mal zwei hinzu. Ja, da füge ich vielleicht auch mal einen hinzu. Feuer, Feuer, es brennt. Wo brennt es? Ich will es sehen. Da. Feuer. Okay, Linie 18 müssen wir uns mal merken. Nice. Also natürlich nicht so schön, ne? Aber ja, bei dem Feuer werden wir jetzt den Part auch beenden. Ah, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und ciao und bis zum nächsten Part.